Einen wunderschönen guten Tag, meine Lieben, und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Immortals Phoenix Rising. Im letzten Part haben wir ja da den einen Eber getötet, den legendären. Ah, ich brauche da einen Pfeil von Adonis. Sonst treffe ich die blöde Sau hier nicht. So, jetzt kannst du auf mich zurennen. Komm her. Oh, das sind drei. Hoppala. So, noch zwei. Was ist das? Nektar oder was ist es schon wieder? Auf jeden Fall was Wertvolles. Komm schon. Sehr gut. Was macht der da hinten? Ey. Ey. Da hinten ist er jetzt plötzlich. Okay. Ach, eigentlich kann ich auch schnell da hingehen. Komm. Und zack. Und weg ist er. Das ist doch mal eine coole Combo. So, doch Blumennektar. So, haben wir ein bisschen was zum Mitnehmen. Das ist sehr schön. Hier frisst mal einen Granatapfel. Und dann ist hier in der Nähe. Was haben wir denn hier? Einer der schlimmsten Gegner vor dieses Aufgaben war, dass Psyche Rolle von einem goldenen Schafschädel dabei seinen Hörnern ausweichen musste. So, die Meister muss mal weg. Jetzt kommen noch die Unangenehmen mit dem blöden Schild. Gib ihm los. Sehr gut. Und der nächste. Weißt du was? Hier. Yeah. Und wegfliegen. Okay. Was muss ich hier machen? Raufstehen. Und dann. Oh, ein Bär. Was ist passiert? What the hell is going on? Sag mal, was willst du, hä? Huh? Gott, ey. Da brauche ich direkt einen Heiltrank. Na? Blöder Bär. Sag mal! Hier, frisst das! Ja, oder auch nicht. So. Zeitrennen-Herausforderung fehlgeschlagen. Was? Hä? Was ist jetzt? Was passiert jetzt? Hä? Was muss ich denn machen? Ah! Okay. Da leuchtet's golden. Ach, fuck, du Idiot. Ich schwimme. Zweimal Blumennektar, sehr gut. Ja, ja, ich bin auf dem Weg. Nein, nicht weggehen. Hab ich's geschafft? Ich hab eine Belohnung bekommen. Aber was denn? 4 Karons-Münzen, hab ich 14 Stück. Das gibt ein paar schöne Upgrades, würde ich jetzt mal behaupten. Da ist noch mehr Nektar. Nice, 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 nice. So, noch ein bisschen Blumennektar für die Verteidigungstränke. Was ist denn da unten Schönes? Ha? Ah, oh, Punktlandung. Guck mal. Was ist hier? Hier drin ist ein Rätsel. Wartet auf mich, oder was? Auf das Ding in die Hand zu nehmen. Hier, das will ich haben. Ein Pilz. Noch mehr Pilze. So. Oh, wieder so ein Rätsel. Alright, was haben wir denn Schönes hier? Also das passt schon mal so. Ich glaube, das ist easy, oder? So. Nein, so, komm. Moment. So. Und so. Kann es sein, dass das richtig ist? Nein. Ach, das kommt hier nach links. Ja, es kommt einfach links. Ja, 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 ja. Ja, ja. Ja, so einfach kann es ja wohl nicht sein, ne? So. Dann so. Dann der nach unten. Und so. Ja. Yeah. Neue Belohnung. Was gibt's denn Schönes?
2 Charons Münzen. Ihm den Schädel fast zertrümmert haben. Fällt mir ein, Psyche musste sogar in die Unterwelt, um Aphrodites Schönheitsbalsam von Persephone zu holen. Ihre Aufgabe war es, ihn Aphrodite zu überreichen, ohne hineinzusehen. Doch Aphrodite wusste, dass Psyche zu neugierig sein würde. Und sie wusste, dass Persephone ihrer Gegnerin keine wohltuende Gesichtsmaske schenken würde. Psyche sah nach und ein Rauch versetzte sie in einen todesähnlichen Schlaf. Okay, gut. Ich habe einen Riss gefunden, das heißt, wir gehen rein. Ja, ich habe noch eine Herausforderung abgeschlossen für die Halle der Götter, aber dorthin werde ich erst zurückkehren, wenn ich die eine Quest erledigt habe, die ich wahrscheinlich heute immer noch nicht beenden werde. Ich möchte eigentlich Medusas Versteck. Interesting. Was muss ich denn hier Schönes machen? Okay. Ja. Und hoch, mein Lieber. So. Nochmal eins hoch. Dann geht's da nach drüben. Was ist das denn für ein Versteck hier? Oh shit, meine Ausdauer. Komm, flieg nach drüben. Sehr gut. Fallen lassen. Danke. Hol dich erstmal. Das ist das Wichtigste. So. Okay. Wo muss ich hin? Hier durch. Ja. Ja. Und dann kannst du dich hier erholen. So. Ein Checkpoint. Das ist doch schon mal schön. Okay. Oh, damn. Das sieht mir nach... Gut, es war Schwierigkeitsgrad 2 von 3. Und daher was Einfaches kann man ja hier definitiv nicht erwarten. Lass mich da ein bisschen erkunden. Wo geht's denn durch? Da nach drüben. Okay. So, noch ein bisschen hoch. Ja. Und so. Hier kannst du erstmal stehen bleiben. Danach. Okay. Geht's hier? Nee, da geht's nicht durch. Phoenix, was machst du? Und vielleicht war das nicht mal... Ja, die Ausdauer ist weg. Idiot, du bist ein Idiot. Warum hat er einfach die Richtung geändert? Ach, come on. Schattenbereiche entziehen Phoenix sofort die Ausdauer. Meine sie, so gut es geht. Ja, cool. Wirklich cool. Und so. Aber wo muss ich denn durch? Was ist denn hier das Ziel? Hä? What is the Ziel? Wo muss ich denn durch? Hä? Klettern kann ich ja wohl nicht, oder? Ja? Hier geht's drüber. Ja, das war ja dann doch das Ziel, ne? Beim ersten Mal hat's aber leider nicht funktioniert. Jetzt macht er wieder so Quatsch. Mann, was machst du? Ich gehe doch komplett auf die andere Seite. So, okay. Nur hier mal durch, das nützt nichts und tot. Ja, was soll ich denn machen? Wenn der irgendwo hinfliegt, wo ich nicht hindrücke, kann ich nichts ändern. Ich kann es nicht ändern. Jetzt habe ich noch einen Ausdauertrank verbraucht für den Scheiß hier. So. Ja. Und so. Okay. Dann geht's hier weiter. Hier. Aber wo geht's dann nachher hin? Das ist die Frage. Hier?
Ja, ist schon mal nicht schlecht und tot. Aber ich weiß den Weg, aber ich war zu wenig weit oben, so wie es ausschaut. Naja. Wir probieren, probieren und probieren. Wie heißt das Ding hier schon wieder? Medusas Versteck. Gibt es irgendwo noch eine Truhe, hä? Aber wo? Ist mir eigentlich scheißegal. Ich will das Ding, das Zeug einfach nur überstehen und lösen. Und den Blitz von Zeus mitnehmen. So. Okay. Da sind wir durch. Ja. Ja, das ist doch schon mal nicht schlecht. Checkpoint. Babamäßig machst du das. Was ist passiert? What happened? Wenn ich jetzt hier hochgehe, wo muss ich denn hin? Da nach oben? Oder was ist hier das Ziel? Hä? Was ist das Ziel? Probieren wir es aus. Kannst du hier drauf klettern? Nee, natürlich nicht. Bist du zu blöd für. Moment, Moment. Wo muss ich denn hin? Da nach unten oder was? Nee, das kann nicht sein. Ist es eingeschaltet? Ja. Wo zum Teufel muss ich hin? Da nach unten oder was? So. Komm, geh hier rein. Ja, ist schon mal nicht schlecht. Uiuiuiui. Hier noch ein bisschen hoch, ja. Jetzt hier dran vorbei. Und wohin? Da nach unten. Okay. Ausdauertrank habe ich gesoffen. Und es ist ein Checkpoint. Ah. Alright. Oh, jetzt kommen hier Steine nach unten, oder was? Oh, shit. Schaut so aus. Ja. Ah, ich bin tot. Ja. Come on, Phoenix. Ich will dieses Gewölbe hier heute beenden. So, warten, bis der Stein weg ist. So. Hä? Ich meine, da hinten ist das Ziel. Von daher... What the hell is going on? Was übersehe ich? So, das war nicht schlecht. Okay. Ja, ja, schöner Aufschub. Nochmal ein schöner Aufschub. Und dann soll ich angekommen sein am Ziel. Guck mal. I did it! I did it! Er mit dem Blitz von Zeus. Ja, ich bin stolz auf dich. Sehr gut. Medusas Versteck ist bezwungen. Ja? Truhe habe ich nicht gefunden, aber das ist mir eigentlich auch egal. 150 Meter ist. Das Feld hat meine Perfektion nicht verdient. Doch, ich bin großzügig. Ah ja, und wie denn? Hä? Wie zeigst du deine Großzügigkeit? Ich habe keinen Ausdauertrank mehr. Das ist natürlich doof, ha? So, ich muss jetzt hier nach oben. Irgendwie müssen wir nach oben kommen. Das ist der einzige Weg. Nach oben. Oh, ich bezweifle, dass es hier der richtige... Ja, doch, hier kann ich einen Zwischenstopp einlegen. Beim Klettern. Schneller klettern kann er nicht, nee. Aber sonst hat es keinen Vorsprung mehr. Und bis oben schafft er das nicht.
Kacke. Ja, okay. Dann glide ich mal da nach drüben. Komm, ein bisschen schneller, Phoenix. So. Ich will zumindest eins von diesen Artefakten gerne bekommen heute. So, ein blauer Pilz. Und ein Bär. Ja, das muss jetzt nicht unbedingt sein, der Bär. Kämpfen möchte ich eigentlich jetzt nicht. Weil meine Lebenspunkte sind jetzt nicht gerade auf dem besten Stand. Sagen wir es mal so. Okay, das sammeln wir ein. Was haben wir denn da Schönes? Ist ein Weg? Eine Höhle? Show me! Zuflucht des Eros. Eros. Eros Ramazzotti? Was haben wir denn hier Schönes? Ein Rätsel. Okay. Jetzt komme ich durch. Ja, aktivieren. Oh, Granatäpfel. Ja, und wenn ich das aktiviere, was passiert dann? What happened? Ist hier noch was? Nee. Vielleicht in der nächsten Kammer? Oder was ist hier? Weiß es nicht. Zuflucht des Eros, ja. Ja. Hoch mit dir. Irgendwas übersehe ich. Was ist mit ihm da? Kriegst du viel Damage? Nee, nicht so. Och, scheiße. Das wird wohl mein Gegner sein, ha? Huh? Oh, und er hatte einige Vasallen dabei. Oh ja. Ach du Scheiße, aber meine Lebenspunkte sind voll. Warum denn? Ich bräuchte ein paar Steine. So, komm. Und hopp. Wunderbar. Och, jetzt sind sie weg. Och, nö. Was halt nochmal? Was verteidigt er denn da? Ruft er jetzt wieder drei herbei? Ja, cool. Oh, shit. So, den ersten haben wir. Kommt her. Hey, 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 hey. Langsam, mein Lieber, langsam, okay? Was bewacht er denn hier hinten? Keine Ahnung. Was, oh, shit, er ist betäubt. Och, lol. Nicht mal gemerkt. Ja. Und jetzt, was macht er jetzt? Komm her. Das war gut. Oh shit. Bin ich ausgewichen? Irgendwie. Und noch ein Schlag. Und erledige ihn. Wenn es eine Liebesgeschichte gibt, die mich bewegt, ist es die von Psyche und Eros. Wirklich? Ja. Nachdem Psyche alle Aufgaben erledigt hatte und wieder mit Eros vereint war, wer hätte ihr da nicht die Unsterblichkeit geschenkt, damit sie auf ewig zusammen sein können? Wirklich süß, Zeus. Sei leise. Ja, das ist jetzt irgendwie so ein Rätsel von Hermes, wo ich wieder verschiedene Kugeln brauche. Na? Die Frage ist, wie komme ich an die Kugeln ran? Ja, ich will jetzt erstmal da das Artefakt. 100 Meter noch. Das ist ein richtig großer Tempel. Richtig groß. Einsammeln. Die olympischen Feigen nehmen wir allesamt mit. Warum kann ich hier... Ich würde eigentlich gerne hierhin wieder reisen. Hierhin könnte ich tatsächlich schnell reisen. Okay. Bin ich eigentlich schnell zurück in die Halle der Götter und mir alle Upgrades holen. Wenn ich hierhin schon reisen kann. Komm, das machen wir. Halle der Götter. Ich kann ja dahin schnell reisen. Das ist ja schon mal ein Vorteil. Na? Ist ja schon mal gut. Und daher gehen wir uns jetzt noch schnell ein, zwei Upgrades. Ich habe ja 14 oder 16 Charons-Münzen.
Und die möchten wir selbstverständlich einlösen. Ja? Wenn ich denn darf. So. Zuerst mal hier die Lebenspunkte erhöhen. Ich habe nämlich 6 Ambrosia. So. Habe ich einen Balken mehr. Okay, verlassen. Und was macht er jetzt? Was ist das für ein Trank? Ja, jetzt siehst du dann ein Einhorn. So, verbessert Gesundheit. Auf jeden Fall haben wir jetzt 5 Gesundheitsfelder. Oder? Sehe ich das irgendwo? Inventar. 5 Gesundheitsfelder, wunderprächtig. Alright, dann bei den Tränken. Brauche ich definitiv Nachschub. Maximal herstellen. So. Soll ich hier noch was verbessern? Ne, habe ich die Ressourcen dazu nicht. Das sieht auch wieder gefährlich aus, was du da machst. Ja, da bist du wieder happy. So. Was verbessern wir? Hier kann ich noch eine Aufgabe, glaube ich, abgeben. Tatsächlich, sammle Ambrosia. Sehr gut. Und schließe mythische Herausforderungen ab. Was gibt das da als Belohnung? Gute Belohnung. Treues Ross. Zähme Reittierrassen und schließe mythische Fresko-Herausforderungen ab. Okay. Soldaten des Todes muss ich noch erledigen. Neu geschmiedetes Schwert des Achilleus. Okay. Ah, das ist einfach eine visuelle Anpassung. Da ist es... Hör auf, das... Ja, ist einfach Silber. Okay. Ja, nichts Besonderes. Einen Blitz des Zeus habe ich bekommen. Wie viel brauche ich denn, um die Ausdauer wieder zu erhöhen? Wahrscheinlich 6 oder so. Wie viel brauche ich? 5. Und ich habe 3. Okay. Ich hätte da was. Halt dein Maul. So, hier. 16 Münzen habe ich. 2. 3-Treffer-Abschluss. Der Schwertkombo, der große Kraturen unterbricht, richtet 55 Schaden an und füllt 40% eines Ausdauerfelds. Hier. Weiche in der Luft gegnerischen Angriffen aus. Brauche ich jetzt nicht zwingend. Ist das da beim Sprint? Ein Schwungangriff, der 136 Schaden anrichtet und 195 Betäubung verursacht. Oh. 2 3-Treffer-Drehangriffe. Ne, der gefällt mir eigentlich noch. Ja. Erwerben, danke. Dann. Was ist das da? Q beim Parieren. Ja, das benutze ich ja eh selten. Zeig mal hier bei den göttlichen Kräften. Ich würde eigentlich hier gerne Sachen erwerben. Und zwar... Zorn des Ares, ein Aufwärtsstoß, der kleinere Gegner in die Luft schleudert, verursacht 90 Schaden und 360 Betäubung. Oder ein Spurt nach vorne, bei dem alle Gegner in deinem Weg 5-mal getroffen werden. Nimm den. I like that. Jetzt brauche ich noch eine Münze mehr und ich könnte den Zorn des Ares nehmen. Dann mache ich aber lieber hier was. Mit den restlichen 5 Münzen. Was ist das? In der Luft. Ah. Hier. In der Luft. Ein Bogen. Kopfschüsse fügen 100% zusätzlichen Schaden zu. Okay. Ja, ich benutze den Bogen eh mega gerne. Wenn ich durch Kopftreffer 100% mehr Schaden machen kann, dann mache ich das. So. Erlern dein neues Zeugs und dann sind wir durch für heute. Wunderbar, erworben, Scharfschütze. Sehr gut. Ich reise jetzt schon mal zurück zur Zuflucht des Eros. Und dann würde ich behaupten, ist für heute gut. Ich bedanke mich beim Zuschauen, wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Macht's gut, meine Lieben. Tschüss.